Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, bin ich hier schön weit hinten in der Brandung, wo schon Steine sind. Wir haben jetzt Westwind, da habe ich extra durch gewartet, weil jetzt echt tagelang gegossen. Wir haben jetzt auch wieder Nebel, schön aus der Küste hier. Was soll ich sagen, gerade eine Fliegenroute unterwegs gewesen. Immer schön hier parallel zur Brandung mit so einer Garnelenimitation, die echt geil aussieht, werde ich euch das mal zeigen. Und da ist mir gerade eine richtig schöne Meerforelle eingestiegen. Konnte ich leider nicht direkt füllen. Also 55 Meerforelle. Ich meine Garnele, nur so parallel. Und ja, was soll ich sagen, ist echt Spaß gemacht, das eingestiegen, und bisher konnte ich gar nicht reagieren, wie der Haken gesetzt hat und alles. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass ich hier noch was fange, obwohl ich sagen muss, dass die Bedingungen eigentlich ziemlich gut sind. Also Westwind hier an der Ostküste ist da drin, hier zu dem Spawn, da ist einfach, ja, da kommt dann natürlich Futter drin und da stehen dann die Meerforellen auch relativ nahe der Brandung. Also ich bin mit Warthose so auf Höhe des Steins gewesen, reingewartet, und wie gesagt, echt schöner Fisch. Ich würde sagen, kann so weitergehen. So Leute, da habe ich jetzt den Aufbruch angefahren. Natürlich auf die Steinpisten gehen, ist auch verboten und so, ne? Aber hier, wenn jetzt hier so ein Krabbelpfad ist, kann eigentlich nichts mehr passieren. Die Tüte ist von hier oben, also ihr könnt erstens mit Satellitenaufnahmen gucken, wo diese dunklen Stellen sind, und hier seht ihr schön, dass die Muschelbank oder der Leopardengrund, wie er auch genannt wird, schön weit vorne ist. Also ihr könnt jetzt schön da reinwarten und weiß ungefähr, wo mit Fisch zu rechnen ist. Und wenn ihr so viel Wasserfläche ausgefunden habt, dann ist es manchmal nicht so einfach, überhaupt erste Anhaltspunkte zu sehen. Und vorhin hatte ich mich auch orientiert an so Süßwassereinläufen, wo halt so Quellwasser reinläuft. Oder halt wo Steine sind, an wo dieser Leopardenuntergrund ist, und dann noch ein ganz wichtiges Zeichen, wo Möwen oder Kormoran oder so Vögel tauchen oder rumschwimmen. Wie gesagt, vorhin war da alles voll mit Möwen, und deswegen, ja, war ich mir ziemlich sicher, dass da auch irgendwie was, zumindest Futterfisch sein muss. Ja, und weil ich heute keine Warthosen anhab, nutze ich das Video gleich mal, um euch kurz zu sagen, womit ich denn hier mit der Fliege Fische, also das war hier der Erfolgsköder, so eine Garnelenimitation mit so Gummibeinen, der Haken auch schön versteckt in so ein bisschen ja, synthetischem Material, dass gerade wenn ihr auflandigen Wind habt, dann ist ja viel Seetang und sowas vorne im Bereich, und da bleiben die Sachen gerne mal hängen, und deswegen ist so ein bisschen Krautschutz vorteilhaft, da solltet ihr auch mal ein paar mehr von mit haben. Wie gesagt, hier auch so mit Augen ziemlich gut gebunden. Ja, und wie gesagt, was auch noch geht, sind solche Fliegen hier, die so ein bisschen auffälliger sind, so typische Küstenfliegen halt. Natürlich geht auch so ein Woolly-Bugger, so ein schwarzer mit Conehead. Da habe ich hier auch in dem Bereich schon ziemlich gut Dorsche gefangen, aber weiter draußen mit Bellyboot. Jetzt habe ich das Problem halt keine Warthosen an. Deswegen will ich euch mal zeigen, dass es aber auch so geht vom Strand aus, wenn ihr zum Beispiel so den Leopardengrund in Reichweite habt und nicht zu starken Auflandingwind habt, dann seht ihr auch hier schon Steine schön. Da ist gerade auch irgendwas gefroren, keine Ahnung. Sah jedenfalls so aus, und ja, ordentlich Schnur rauslegen. Und dann schießt die Schnur schön weit raus, und ihr könnt die Sache einstrippen. Immer kurze Pausen zwischendrin einlegen, dann mal schnell, mal langsam, und immer so ein bisschen so halten, dass ihr Kontakt zum Fisch habt. Also so hat auch die Meerforelle gebissen gestern, als ich praktisch stand so, naja, nicht ganz auf Höhe des Steins, und habe dann parallel geworfen.
Also die Meerforellen sind auf jeden Fall auch in Reichweite des Strandes, weil gerade bei so viel Wasserfläche ist ja mitunter ist man sich nicht ganz sicher, ob man denn überhaupt dahin kommt, wo die Fische stehen. Also wenn ihr wie ich jetzt keine Wartosen anhabt, weil ihr nur so kurz mal an der Ostsee seid, dann bieten sich natürlich auch solche Erhebungen wie solche Steine hier an, wo ihr euch dann draufstellen könnt. Ihr seht schon hier vorne alles voll mit Seetang. Mein Vorfach auch völlig. Boah. Das ist halt immer das Problem, wenn ihr nicht bis, sag ich jetzt mal, so 10 Meter rausgewartet seid, dann ja, habt ihr das Problem, dass ihr hier vorne die ganzen Sachen mitnehmt. Deswegen ist Warten immer besser. Noch besser ist natürlich Bellyboot, weil das ist jetzt der Busch. Aber weil ich hier gestern noch meine Meerforelle hatte, ist natürlich so ein Stein auch gut als Ablage. Oh, schießt die Schnur natürlich nicht perfekt raus, weil hier Seetang dran ist. Aber ihr könnt dann den Stein nehmen als sozusagen als Schusskorb. Ist jetzt hier eine Keulenschnur oder eine, ich glaube eine, könnte aber auch eine WF sein, so sicher bin ich mir da nicht mehr. Das Gerät habe ich schon eine Weile nicht mehr verwendet. Das ist meine Steelhead-Route. Ron Thompson noch eine 6-7. Hier ist mir auch mal der, also hier musste ich die Ringe abbinden wieder und abkleben. Weil als ich an so einer Privatstecke jetzt nicht habe, habt ihr vielleicht auch gesehen das Video, ja, da war so eine große Forelle dran. Eine 70er, die hat mir praktisch die Ringe zerschossen und ja, jetzt musste ich sie neu abkleben. Also die Route ist nicht mehr so optimal. Aber hier könnt ihr schön die Running Line rausziehen, vorlegen. Gucken immer, dass der Vorfach auch frei bleibt von so Sachen und natürlich auch immer auf Spaziergänger dann am Strand achten. Das Problem habt ihr natürlich nicht, wenn ihr draußen seid. Und ich werde jetzt versuchen, hier so leicht parallel gut. Also da in der Höhe, auf der Höhe hat auch die, war auch die Meerforelle, also selbst vom Strand aus, wenn ihr solche Erhöhungen habt, könnt ihr durchaus eure Fische fangen. Und wie gesagt, wichtig immer Kontakt zur Schnur, wie beim Streamerfischen. Pausen einlegen, womit unter auch die Absinkphase beginnt und oder der Köder halt steht, je nachdem, ob er beschwert ist oder unbeschwert. Gestern der Köder, der war unbeschwert, die Garnele, weil die hier auch knapp unter der Wasseroberfläche raumen und mitunter auch an diesen Grenzschichten hier zwischen angespürtem Futter und wie gesagt, Problem ist immer, wenn ihr Aufleine in den Wind habt, dass ihr nicht ganz so weit rauskommt, weil euch der Wind natürlich auf die Schnur sozusagen was entgegensetzt. Und Möwen sind auch immer ein guter Indikator dafür, dass Fisch in der Nähe ist. Gerade wenn so Möwen tauchen oder wie da so Wasservögel schwimmen und eintauchen ins Wasser und nach Futter suchen, heißt es eigentlich, dass irgendwie Futterfisch in der Nähe ist. Und wo Futterfisch ist, sind eigentlich auch die Meerforellen nicht weit. Ja, ein bisschen Running Line habe ich noch draußen. Das ist immer gut, so ein bisschen Puffer noch zu haben. Wenn mein Wurf gut gelingt, dann schießt die Sache auch möglichst weit raus. Also ich bin jetzt schon bedeutend weiter draußen und weil ich auch weiß, dass sie gestern Fisch war, rechne ich auch jederzeit hier mit einem Biss.
weil einfach ja, die Meerforellen ja nicht unbedingt so standardtreu sind. Die ziehen ja auch durch, auch in Schwärmen mitunter, außer es sind große Einzelfische. Ich glaube, dann sind sie eher Einzelgänger, so wie die fast jede Fischart. Aber so prinzipiell hatten wir auch die Nacht auflandigen Nordwestwind. Und die Ostsee hat so 2 Grad Wassertemperatur, also war natürlich gestern auch ziemlich schroffe Fischerei. Ja, hier ist die Keule, merkt man schon. Und da ist mir leider dann auch, ja, der Wurf ging schon, leider ein bisschen Wasser in die Warthose gelaufen. Und die ist leider aus Gummi und deswegen, oh. Deswegen konnte ich die über Nacht nicht trocknen. Also muss ich heute mit normalen Thermosachen und normalen Stiefeln hier stehen. Ansonsten hätte ich mir heute auch, weil die Wellen, wie gesagt, der Wellengang ist, die haben so 15 km/h Windgeschwindigkeit. Das ist eigentlich ideal, die Wellen brechen nicht vor der Brandung. Gestern war wirklich Schaum überall. Und wie gesagt, wenn ich jetzt Warthosen hätte, würde ich so auf Höhe des Steins reinwarten und dann parallel werfen. Wäre jetzt eigentlich ideal. Und wie gestern halt, könnte ich dann mit einem Meerforellenbiss rechnen. So Leute, hier nochmal die Erfolgsfliege von gestern. Also so eine Garnele mit so Gummibeinen, die auch schön im Wasser spielen und natürlich der Haken hier schön geschützt, habe ich euch schon mal gezeigt und die binde ich jetzt an, also ich wechsle jetzt vom Woolybugger und hier schön mit einem Blutknoten 6-mal rum durch die erste Schlaufe und durch die zweite. Wie gesagt, hier Vorfach, ich glaube das müsste 24er Fluorcarbon sein. Festziehen. Und die überstehenden Enden abknipsen und mitnehmen. So. Und wieder rauf auf den Stein. Wichtig ist immer, dass ihr euch die Schnur schön kringelfrei, möglichst kringelfrei, wenn ihr gute Schnur habt, kringelt die wenig. Das ist jetzt nicht die allerbeste Schnur, aber die geht. Kann man mitwerfen. Dass ihr euch die so ablegt, dass ihr wirklich gerade eine Schusskopf oder so, dass die Running Line rausschießen kann. Ah, ihr seht schon, ihr schießt ordentlich raus, wenn ihr Handgelenk am besten nicht abknicken, sonst habt ihr nicht viel Spaß, sonst tut euch der Arm irgendwann weh beim Werfen. Gerade mit so schwerem Gerät. Wie gesagt, hier Erfolgsfliege von gestern, da hoffe ich, dass ich euch jetzt noch einen Live-Biss zeigen kann. Ich werde es jetzt noch eine Weile probieren. Werden die Wellen auch wieder ein bisschen höher, also ich würde jetzt auch nicht mehr unbedingt mit Warthose reingehen, weil dann hätte ich das gleiche Problem wie gestern. Das ist halt natürlich der Vorteil, wenn man Neoprenzeug hat, das trocknet natürlich schneller. Also eine Gummiwarthose, wenn da mal Wasser reinkommt, dann ja, dauert es ewig, bis die Sache wieder trocken ist. Wie gesagt, ich habe auch Spinnenrute bei
mit mehr Forellenblinker, aber ich habe irgendwie keinen Bock auf Spinnangeln. Irgendwie vertraue ich meiner Fliege mehr. Ich stelle mir mal vor, wie diese Garnele so im Wasser dann steht, wie ich sie ganz langsam einhole und wie die Meerforelle dann einfach, keine Ahnung, mitunter spielt so dieses Vertrauen, was man in so ein Gerät hat oder einen Köder hat, viel mehr eine Rolle noch als ja, der eigentliche Köder. Aber die ganze Technik und so ist für mich vertrauter, das Streamerfischen, als tatsächlich Spinnfischen mit einem großen Blinker, wo ich, sag mal, eher ordentlich weit rauskomme. Ich würde ja damit wirklich viel weiter rauskommen und viel mehr Gebiet abfischen können. Aber ich vertraue irgendwie dieser ganzen Methode nicht so. Also, weil ich immer da hinten ein Drilling dran, dann hängt bei jedem Wurf irgendwelche Seetank dran. Und hier beim Fliegenfischen fühle ich mich irgendwie sicherer. Auch wenn ich nur ein begrenztes Feld abfischen kann, ohne Warthose. Ja, schauen wir mal. Also wenn sich noch irgendwas ergibt, live bist, dann will ich den Versuch zu filmen, kann ich aber nicht versprechen. Wie gesagt, für jetzt anderthalb Tage eine schöne 55er Meerforelle, Silberbarren. Hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter fischen und würde sagen, wenn jetzt nichts weiter kommt, war es das. Ja, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dranbleiben, gibt auf jeden Fall noch einige Gewinnspiele demnächst. Und ja, Video liken, kommentieren wie gewohnt. Und wenn nichts weiter ist, sehen wir uns im nächsten Video. Also haut rein, bis dann Leute, ciao. Jo Leute, auf dem Rückweg nach Berlin. Ich habe nochmal kurz einen Zwischenstopp eingelegt an einem Salmoniengewässer. Das ist echt ein Traum, ich brauche mal eine spezielle Karte. Das ist wohl der artenreichste Fluss in ganz Deutschland, die Nebel. Und bei meinem nächsten Ostseetrip werde ich vermutlich hier mir eine Karte mal holen und hier einen Zwischenstopp einlegen. Also, haut rein Leute, auf jeden Fall schönes Gewässer, die Nebel.